So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind schon ein bisschen durch. Wir sind ein paar hundert Kilometer mittlerweile unterwegs, haben bisher nur Scheiße gefunden auf unserer Tour. Aber jetzt sind wir an einem Krankenhaus angelangt. Ist ein Krankenhaus, ne? Ja, ist ein echt krankes Haus. Ja, ein echt krankes Haus, riesengroßes Gelände. Und ja, was ihr in diesem Video sehen werdet, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. So, es fängt schon gut an. Ich brauche gerade mal Licht. Erstmal schon mal ein Auto hier am Zaun. Da unten die Rücklichter, sollte man sehen auf der Kamera, glaube ich. Das ist mein Auto. Wir sind hier gerade durch den Zaun hier, da ist ein Loch im Zaun. Sind jetzt hier auf das Gelände gekommen und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut erkennt, aber ja, ich glaube, man sieht es nicht. Aber das fügt sich halt bis da oben irgendwo hin. Das ist halt ein Riesengelände mit einem Riesengebäude. Und wir versuchen jetzt einfach mal erstmal irgendwie irgendwo reinzukommen. Ja, pass auf, ja, der Haupteingang sieht gut aus. Der ist schon ein bisschen begrünt. Und ich glaube, da sehe ich auch schon irgendwas stehen, was ein bisschen unheimlich ist. Es regnet in Strömen. So, aber gehen wir erstmal hinein. So, wir sind mittlerweile im Keller angelangt. Hier haben wir doch irgendwie einen Raum mit einer Liege gefunden. Haben jetzt direkt mal gesagt, wir fangen jetzt mal im Keller an. Weil oben, wir sind gerade oben einmal so ein bisschen durchgegangen, da waren jetzt eigentlich nur Patientenzimmer und nichts Besonderes. Ja, was haben wir hier? Stefan sagte gerade, wir sollen hier nochmal reingehen. Ah. Na gut, das war, hier war, denke ich mal ein Röhrenbild. Also wie so eine Art Fernseher drin. Hier standen irgendwelche Geräte drauf. Imagine Trolley, also Bilderwagen irgendwie, ne? Ja. Kannst dann hier verschiedene Sachen einstellen. Vielleicht den Kontrast und Chroma, Bright. Ja, sowas Kontrast, das konnte man einstellen, um die Bilder oder Röntgenbilder vielleicht so ein bisschen zu verändern. Ich weiß es nicht genau. Oh, das sieht nach einem Röntgengerät aus. Wo man sich draufgelegt hatte, dann konnte man oben das irgendwie hier so von links nach rechts fahren. Ja. Ja, genau. Und hier, guck mal, hier ist diese Tafel, wo du die Röntgenbilder hinlegen konntest. Ne? Das sieht aus wie dieses Pong-Spiel. Ja, das hat was Ähnliches. Guck mal, dann hier noch, das sind so Formen, wo du wieder den Kopf hinzulegen hast. Da konntest du deinen Kopf reinlegen. Die Schreibmaschine, die hat ihre besten Tage hinter sich. Aber dass hier noch eine Schreibmaschine vorhanden ist, deutet eigentlich darauf hin, dass es von etwas älteren Datums ist. Wenn ich mal hier gucke, Typ, bla bla bla, aber da steht jetzt kein Datum von der Herstellung hin. Ja, auch hier haben die Schwestern, sag ich jetzt mal, oder die Ärzte sich hinter versteckt, damit sie den Röntgenstrahlen nicht ausgesetzt sind. Können wir uns gleich auch nochmal angucken. Aber das ist echt eine Röntgenanlage hier. Da steht es, oder? Röntgenraum. Kein Zutritt. Oh, dann sind wir hier falsch. Ja, dann gehen wir mal wieder raus, schnell. Hier geht es weiter in einem Raum, wo wieder Millionen an Unterlagen rumliegen. Ja, das war irgendwie auch irgendwie so ein, ja, wie soll man so einen Raum nennen? Hier Videokassetten liegen hier rum, sämtliche Aktenordner, irgendwelche Prospekte von irgendwann mal, eine alte Schreibmaschine, aber schon eine elektronische. Tja, da habe ich alles hier komplett zurückgelassen. Also ich stehe hier auf einem Berg von Dokumenten und Unterlagen.
Oh, was haben wir hier? Das sieht irgendwie nach einer Gummizelle aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das kann natürlich, diese Geräuschdämmung hat man oft gemacht, wenn hier Patientengespräche mit dem Oberarzt waren, dass das nicht jeder mithört. Okay. Ja, das sieht auch so ein bisschen. Das sieht auch so ein bisschen danach aus, da irgendwelche Regale für Unterlagen, Patientenakten etc. So, hier geht's. Sind wir jetzt im Schwimmbad angelangt oder was? Ja, Tatsache. Guck mal hier, da ist so ein Trampelbecken. Kneippool. War das nicht eine Reha-Klinik hier? Ja, sicher. Reha, ne? Ja. Ja, von da sind wir quasi hergekommen. Da sind wir jetzt hier einmal durch die Röntgenräume. Können jetzt mal hier gerade in den Raum reingucken. Nicht, dass wir jetzt irgendwas Sehenswertes verpassen, aber ich denke mal eher weniger. Hier haben wir irgendwas, wo 1991 draufsteht und Vorbereitung zur Tagung, bla bla bla, 15.06.1994. Okay, können wir uns schon mal 94 vielleicht mal so ein bisschen merken. Da steht der Klappstuhl von den Indianern. Oh, hier steht aber auch noch was drin. Hier gibt es wirklich fast in jedem Raum noch irgendwie was zu sehen. Da ein kleiner Backofen, das war eine Küche. Küche, denke ich mal, für die Mitarbeiter, die sich dann hier was zubereiten konnten oder Pause machen konnten. Okay. Und das ist jetzt nur ein Gebäude. Oben sind Patientenzimmer, denke ich mal. Ich glaube, da habe ich gerade von oben drauf geguckt auf den Aufzug. Also hier habe ich gerade in den Fahrstuhl was gelesen von besuchen Sie unser Café. Also könnte vielleicht entweder vielleicht hier oder okay, das Café, das Café war oben, der große Raum, ne, denke ich mal. Den haben wir euch jetzt noch nicht gezeigt, machen wir aber gleich nochmal. Alter, wie weit es hier noch geht. Ja, das ist ja schön. Was ist das? Lüftungsschacht. Ja, das ist ein Raum. Kriechkeller, hier steht es, meiner. Echt? Ja. Der ist auch wirklich nur kriechmäßig hoch. Minz waschen? Was? Und trocknen? Was ist das? Minz waschen. Das ist ja irre. Ah, du wurdest in die Badewanne reingelegt mit Geld. Mit Kleingeld. Was? Dann wurdest du wie so eine Zentrifuge, wird das alles abgeschliffen. Nicht? Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was Münzwaschen bedeutet. Hier haben wir wieder ein Treppenhaus. Da sieht es irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, da habe ich Angst. Will ich nicht hin. Hier haben wir den Bügelraum wahrscheinlich. Was steht hier? Zugesprayt. Naja, das Ding ist so groß. Okay. Aber da steht ein Bügelbrett, wird der Bügelraum sein. Ein Bügelbrett. Hier sind die großen Waschmaschinen, gegebenenfalls auch Trockner. Ja, oh, boah. Also wir hatten ein paar Kilo gute Miele Waschmaschine. Was mag der Trümmer gekostet haben, ey. Der hat viel Geld gekostet und da kam auch einiges an Wäsche. Aber nur Miele hier, ne? Ja, was soll der Geiz, die haben auch wahrscheinlich gut verdient. Guck mal, hier noch so eine alte Schleuder. Das kennt man heutzutage auch kaum noch, ne? Hat man die Wäsche reingemacht und das war einfach so ein Gerät, was sich gedreht hat und die Wäsche nochmal geschleudert hat. Was ist das? Schallisolierter Raum? Guck mal, isolierte? Kühlraum? Ja, wofür? Ah, alles klar. Das ist jetzt ein bisschen verschwunden. Ich will es nicht wissen. Was ich jetzt so auf Anhieb gesagt hätte, wäre vielleicht ein schallisolierter Raum mit der Decke. Aber das passt nicht zu den Fliesen an der Wand. Und ich denke mal, hier haben mal so Kühldinger gehangen, ne? Ja. Gehen wir mal wieder in Richtung Treppenhaus. Die Zahl des Teufels. So, okay. Jetzt geht's nach oben über dicken Glastrümmern. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken, Alter. Ach, hier sind wir. Ja, ich habe gerade nur das Ding angeguckt. Boah. Ja, mitten in der Nacht. Gleich Geisterstunde. Ja, hier haben wir so eine Art Zentrifuge oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwelche Präparate reingemacht hat und die sich dann gedreht haben oder sowas. Bin mir da aber nicht ganz so sicher.
Entweder ist hier eine Eule oder der Wind pfeift. Oder es ist ein Geist. So ein Geist. Ja, irgendwas hat geheult im Hintergrund. Und komm, wir gehen einmal nach oben. Gucken, ob da Patientenzimmer sind. Das ist Wind. Aber echt gruselig, ne? Alleine würde ich mich gerade ein bisschen einkacken. Kein Geländer mehr. War wahrscheinlich auch aus Glas. Also ich gehe mal davon aus, ja, hier hat es auf jeden Fall gebrannt hier oben. Komplette Decke ist schwarz. Und ich gehe davon aus, dass das hier ebenfalls alles irgendwelche Patientenzimmer waren. Sieht auch irgendwie so aus. Ja, das hat nicht gepasst hier, wenn man sich das so anguckt. Ich habe irgendwas gehört. Jetzt gehen wir auch mal runter. Und hier ist irgendjemand. Ja, komm. Das ist eine hohe Runde am Eingang. Hallo? Wir müssen hier auch spielen. Hallo? Irgendwo war hier einer. Da hinten. Ja. Hallo. Darfst du nicht so freundlich rufen, meiner? Ja. Ja. Irgendwo treibt sich hier noch jemand rum. Ja, ich höre jemanden lachen. Die sehen noch ähnlich aus wie wir. Ich war oben im Kino und da seid ihr hier oben rumgefahren. Oh, du, du. Hast du das? Oh, ja, ja, ja. Ja. Also das war doch nicht der Wind. Nee. Ja, cool, dann haben wir jetzt immer noch hier ein paar Kollegen getroffen. Ne? Ja. Ja, geil, dann rauchen wir jetzt erstmal eine. Bis gleich. Ja, ich hab jetzt erstmal. Ja, jetzt haben wir hier doch noch allerhand an Menschen getroffen. Komischerweise, wir sind eine Truppe mit 10 Leuten irgendwie geworden. Was gar nicht so geplant war. Also da vorne gehen die ganzen Banausen. Und ja, jetzt gucken wir uns das Gebäude weiter an. Da ging uns doch gerade ein bisschen die Pumpe, aber dann haben wir gesagt, so, komm, jetzt müssen wir gucken, wer das ist, der uns hier verarschen will. Ja, haben die Schuldigen auch gefunden. Irgendwo haben wir, Stefan und ich haben gerade schon irgendwo so eine Art Kinositze gesehen, die aus dem Fenster rausragten und irgendwo auf dem Boden lagen. Und jetzt gucken wir uns das Kino an. Also diese Reha-Klinik hat tatsächlich ein Kino. Und das sieht schon so ein bisschen nach Kinosaal aus hier, ne? Gehen die Treppen nach oben. Ja, und Tatsache, genau, und so eine Bank haben wir unten irgendwo gesehen. Wie die jetzt hier stehen. Ja, cool, da hängen hier oben wahrscheinlich mal der Beamer dran. Genau. Und irgendwo nach da vorne wurde dann das Bild projiziert, wo jetzt so ein paar Graffitis drauf sind. Und dann saß man hier und hat sich irgendwie einen Film angeguckt. Und da ist auch die Bank, die wir von unten gesehen haben. Hier sind jetzt hier schon einige Leute geworden. Irgendwo sitzt dann noch mal einer auf der Bank. Mach mal kurz Pause. Ja, kannst du da so ein Scheißhausbett reinigen oder so? Also ich sag, das Ding ist hier wirklich für Bettpfannen reinigen. Hat man das hier wahrscheinlich aufgemacht, die Bettpfanne hier irgendwie in die Vorrichtung gelegt und dann wurde die hier halt erstmal ordentlich durchgespült, ohne die großartig anfassen zu müssen. Also ich gehe mal davon aus. Steck mal einen Kopf rein für Thumbnail hier. Nee, lass mal. So, dadurch, dass wir jetzt hier welche getroffen haben, die die Location hier auch schon kennen, wissen wir jetzt auch, wo es sehenswert ist und wo nicht. Und es soll hier noch ein paar Badewanne geben.
D scheinbar ein gutes Motiv darstellen. Ja, voll die Hornhecker-Brille gerade so. Oh ja. Ich möchte, dass du sie aufziehst. Na gut, für die Stufe alles. Ich weiß nicht, sag du mir auf, mir besser. Was geht? Kommt, oder? Mhm. Kommt gut. Zweite. Ja. Haben schon mal durchgelaufen. Ja, hier ist der Aufzug, den wir von unten gesehen haben. Ach, und hier ist das Bistro, ist genau. Genau. Das ist die Cafeteria gewesen, aber wahrscheinlich mal hier so die Ausschenke in diesem Bereich. Und hier riecht es irgendwie nach Menthol, Minze? Curry? Curry? Ich war gerade im Curry-Raum. Das ist giftig für die Lunge. Giftig für die Lunge ist das so. Das kommt von dem Zeug, was auf dem Boden verteilt wurde. Der Geruch. Ach so. Okay. Oh, das ist genau das Gleiche für mich. Hier haben wir Elektrobadewanne. Da wurde Elektrotherapie drauf gemacht. Elektrotherapie. Über Stromschläge. Stefan? Neuer Fetisch? Macht mich schon ein bisschen geil jetzt. Ja, guck mal hier, da konntest du die einzelnen Körperzonen, sag ich mal, stimulieren mit irgendwelchen Stromschlägen, die du ja wahrscheinlich hier irgendwie eingestellt hast. 0 bis 24 Volt. Ja, genial. Die Badewanne. Oh, 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 warte mal, das sieht aber auch überall Vorhänge. Da so Sitzbadewannen oder sowas. Hier auf der Seite normale Badewanne. Ey, das ist schon ein bisschen creepy irgendwie, ne? Hat man hier so quasi in der Abfertigung gelegt und durfte sich in die Badewanne legen. Wo ist die Badewanne mit den ganzen Rosen? Mein Kopf gleich hin. Ich glaube auch. Und I-Tüpfelchen. Alles von der Badewanne. Überall sind so Vorhänge in einzelnen Kabinen. Bitte lassen Sie das Badewasser ablaufen. Ja. Hat man scheinbar noch gemacht. Ich höre gerade schon im Hintergrund Kegelbahn, Schwimmbad. Ich glaube, das wird noch interessant, Leute. Ich glaube, wir kriegen hier noch so ein bisschen was zu sehen. Hier ist irgendwie ein Mülleimer von den ganzen Dingen. Alter, wer macht denn sowas, ey? Kein Kommentar. Ja, irgendwelche weiteren Behandlungsräume mit wiedermals Unterlagen. Ich würde auch nicht wundern, wenn man hier noch so die ein oder anderen Patientenakten irgendwie finden würde. Sowas wie das hier zum Beispiel. Dann stehen dann noch irgendwelche Namen da drauf, Daten. Hier noch Notizbücher, was wahrscheinlich aber eher so eine Art. Nee, das ist alte Schrift. Naja, das sind alte Unterlagen. Wahrscheinlich auch noch andere Behandlungszimmer hier, noch irgendwelche Medikamenten. Fläschchen, Döschen, was auch immer. Da haben auch wieder irgendwelche Fläschchen am Boden. Keine Ahnung, hier ist sogar noch komplett irgendwas voll. Könnte natürlich Wasser sein, aber ja, ich weiß es nicht. Das ist noch so ein kompletter Medikamentenschrank mit sämtlichen. Immer schön anfassen. Ist natürlich gut. Infusionslösung. Ventolis. Und dann noch ein Datum. März 2003. Auto auch 2003. Ja, dann wird 2001, glaube ich, doch eher hinkommen hier, wenn wir dann noch eine Preisliste gefunden haben. Hier noch irgendwelche Spuckschale. Spuckschalen. Auch wieder hier Patientenakten, könnte das sein. Wenn ich mal einen schönen Namen brauche. Auch von irgendwelchen Infusionen noch die Ampullen hier mit Nadel dran. Guck mal, die Handschuhe. Quasi das Fixer-Besteck. Boah, Alter, die Handschuhe. So setzen auch, sich immer so maximal. Die auch langsam hinter sich, ne? Ja, schön, schön. Und hier sind schon Fixenabfälle drin. Ja, ja. Ja, da liegt alles rum hier. Der ganze Boden ist komplett voll. Ja, TÜV ist Oktober 2006. Oh, die sind aber länger, Alter. Aber überall liegen halt immer noch irgendwelche Prospekte und Unterlagen. Irgendwelche Verbandskleber, Verbände und keine Ahnung was rum. Also quasi irgendwie volle Mittel, ne? Naja, auch alles voll mit irgendwelchen Unterlagen. Hier stehen sogar Namen drauf. Ja.
Boah, die ersten haben uns jetzt schon wieder verlassen. Jetzt sind wir nur noch zu 10 oder so. Jetzt geht's auf die Dachterrasse. Ja, und hier ist dieses Hochhaus, was wir schon von unten vom Eingang gesehen haben. Aber das sind halt alles komplett leere Patientenzimmer. Nicht sonderlich sehenswert. Aber ich denke mal, bei Tag wäre das natürlich auch eine geile Aufnahme hier, ne? Man sieht hier so ein bisschen die ganzen Balkone. Raucherpause oder Wiowa? So, vorne haben wir hier noch so ein Türmchen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Da. Da sollen wohl mal Satanisten Baby geopfert haben. Zumindest mal sieht es danach aus. Ja, wir befinden uns gerade hier auf der Dachterrasse. Gerade mal hier ein kleines Päuschen eingelegt. Uns von den anderen Leuten hier schon mal verabschiedet, die uns jetzt schon verlassen haben. Und jetzt geht's wieder rein in die gute Stube. Und ja, in diesem Satanistenbereich. Ich bin gespannt, Leute. Was? Hier mit der Liege. Das war damals noch ganz frisch und deswegen besteht die Vermutung, dass hier ein Kind geboren wurde und hier in der Mitte ins Feuer geschmissen wurde. Ah, Gerüchteküche. Ja. Ja gut, verneinen kann man sowas nie, ne? Nee, das war halt die Vermutung, weil halt die Liege komplett frisch noch da lag, die Pfütze war komplett frisch und der Brand war zu dem Zeitpunkt. Ah. Also kam da eins auf dem anderen. Genau. Da steht auch nochmal 666 mit so einem umgedrehten Kreuz. Ja, wer weiß. Genau hier. Ah, das ist diese Dachspitze, die wir vorne drüben von der Terrasse, ja, genau, gesehen haben. Deswegen wurde genau der Brand hier gelegt und dieses Lichtgefahr ist nicht mit abgefackelt. Oh. Interessant. Das wurde einfach nur gelöscht, dann sind wir wieder gefahren. Das wurde auch sehr spät gelöscht, das sieht man ja. Ja, das hat sich hier gut hochgefressen, das Feuer, ne? Aber es wurde bewusst hier in der Mitte gelegt, wegen dem Fenster oben. Und halt dieses Lucifer, was nicht verbrannt ist. Darüber rätseln einige. Warte, ich mach mal das Kameralicht aus hier. Mhm. Das pittelt den Teufel nicht von der Wand. Ja, schick ich mir eine Unterspule hier. Ja, das ist die Frage, ne? Warum genau hier unter diesem Fenster? Ja, ab müsste es ja rein theoretisch gehen. Deswegen wundert es ja so viele Leute, dass es hier gebrannt hat und das geblieben ist. Guck mal, die verbrennt mehr oder weniger. Ja, aber die gar nicht, ne? Und hier war die ziemlich in der Hitze. Was ist denn hier geschmolzen? Irgendwas aus Kunststoff. Das war auf jeden Fall heiß hier an der Stelle. Das ist echt schräg. Hallo? Noch irgendjemand hier außer uns? Ihr lacht, das hatten wir schon mal gehabt. In der Psychiatrie. Das sah jetzt gerade auch aus wie ein Schädel irgendwie, aber das ist irgendwie eine geschmolzene Lampe oder sowas. So, alles klar. Mein Akku neigt sich langsam dem Ende. Ich habe aber noch einen. Ich hole euch einfach mal wieder dazu, wenn wir das nächste Sehenswerte gefunden haben, ja? Bis gleich. Hier haben wir die Kegelbahn. Gehört das auch wahrscheinlich hier mit zum Unterhaltungsbereich? Oh, die ist aber groß. Ja, Kegelbahn vom Allerfeinsten mit extrem viel Platz. Das waren bestimmt zwei, ne? Zwei nebeneinander, ne? Stehen die Pits noch da? Aber ich glaube, das ist weg hinten, ne? Ich komme mal mit. Gucken wir mal, ob die Maschinerie der Pins noch da ist. Ich habe auf jeden Fall noch mal so eine Tafel, wo man dann aufgeschrieben hat, wer wie viele Punkte hatte und sowas. Ja, aber das fehlt hier alles. Da hang mal die Anzeige, welche Pins man erwischt hat. Und hier hinter war die
quasi die Maschine, die Pins wieder hochgezogen hat, aber die fehlt halt komplett. Und eine Tür knarzt, in der Stefan hineingegangen ist und auf der anderen Seite wieder rausgeht. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter durch hier. Jetzt nochmal ein großer Raum, sehe ich gerade, so aus dem Augenwinkel. Die machen einen ganz schön Krach da hinten, aber ich glaube, das ist... Nein, das ist eine Sporthalle, Leute. Das sieht man bestimmt nicht auf der Kamera. Da hinten ein Basketballkorb. Das ist eine riesengroße Sporthalle nochmal. Ja, ist schon nett. Noch die Markierung auf dem Boden. Für die Spielfelder von Fußball, Volleyball etc. Hier tropft es irgendwo. Tropft hier echt ordentlich von der Decke. Ja, hier war ich auch noch nicht. Echt nett. Wie gesagt, riesige Deckenhöhe. Wobei die Decke echt noch gut erhalten ist. Die ist echt noch gut, aber hier tropft es ohne Ende. Da hat die ja richtig voll auch Schatten. Kegelbahn, Tennis hat das voll drin. Ach so. Ja. Hä? Ja. Warum? Also mal ganz kurz hier, wir sind jetzt in der zweiten oder dritten Etage und hier ist das Schwimmbad und in was für einem Ausmaß. Es ist riesengroß, ich versuche das gerade mal abzuleuchten, aber man sieht es nicht auf der Kamera, weil es so dunkel ist. Was haben wir hier? Wir nehmen schon mit. Ah, nochmal ein Schwimmbad. Mit Sauna. Mit Sauna, da hinten in der Ecke. Hast du den Bereich da hinten gesehen? Nee. Mach ich da noch Zeug hinauf. Guck mal, da haben sie so eine richtige Landschaft gebaut. Ich weiß aber nicht, aus Holz, aus Stein. Müssen wir gleich mal gucken. Stimmt an, da stand so Palmen oder so. Ach so. Ja, da liegen tatsächlich noch so künstliche Blätter oder sowas rum. Und hier hat man mal wahrscheinlich so eine Art Palminsel oder sowas gebaut. Einfach aus Optikgründen. Für die Badegäste. Und diese Bilder hat es wahrscheinlich vorher nicht gegeben. So, jetzt sind wir gerade draußen, außerhalb des Gebäudes. Und hier soll noch irgendwo ein Käfer oder eine Ente rumliegen. Die wissen das nicht genau, aber irgendwo liegt hier halt noch ein Auto in den Büschen. Und das gucken wir uns natürlich auch noch an. Und vielleicht auch noch mal den Dachboden von einem der Gebäude hier. Soll sich auch wohl lohnen, weil da mal auch was Gruseliges passiert ist. Und jetzt blende ich mich mit dem Taschenlampenlicht. Die anderen sind vorgelaufen. Meine Lampe ist in meiner Tasche und ich sehe nichts. So, hier ist der Weg. Alles klar. Es geht weiter. Wir suchen das Auto, Leute. Spannende Location mit ein paar einigen doch gruseligen Geschichten, wie ich jetzt finde. Wie zum Beispiel mit der Geburt des Kindes, was dann in Flammen geopfert worden ist. Unter diesem Dach, was wir von dieser Dachterrasse aus gesehen haben. Ja, krank irgendwie, ne? Man weiß es nicht, kann nur eine einfache Horrorgeschichte sein oder tatsächlich Realität. Man weiß es nicht genau. So. Hast du einen gefunden? Da steht doch was. So, das Kfz haben wir auch gefunden. Und es ist ein Käfer. Ja. Der hat aber schwer einen auf den Latz gekriegt hinten, wa? Ich würde sagen, wie kommt der hier runter? Aber der ist echt noch gut in Schuss, ne? Vom Blechkleid her, ne? Das ist ein Mexikaner, so von Anfang der 80er. Den hat auch schon irgendeiner auseinandergeschnitten. Ja, dann haben wir das Auto auch nochmal gefunden. Schön, ist noch gar nicht so alt, das Schätzchen hier für den Käfer. So, und jetzt wird sich das so langsam dem Ende neigen hier. Gucken wir, ob wir noch auf den Dachboden gehen, aber das seht ihr gleich. So, jetzt gibt es hier noch eine schöne Geschichte von dem Dachboden. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Erzähl mal, was ist hier passiert? Ja, hier war noch ein anderer Lost Blazer. Der hatte eine Stirnkamera auf und ist dann halt durch das ganze Lost Blaze gelaufen. Alleine komplett. Und hat sich da oben in den Dachboden hingestellt, wo halt so ein Holzkreis stand.
hat Kerzen aufgestellt, hat die Kamera aufgestellt und hat dann halt gefragt, ist da jemand, kann mich jemand hören? Und daraufhin hat das ganze Regal gewackelt. Und dann ist der schlagartig rausgestürmt, ist noch gestolpert, hat sich noch voll hingelegt, ist weiter rausgestürmt, hat den Ausgang nicht gefunden. Und dann war das Video zu Ende. Auch noch eine Geschichte. Ich war mit Kollegen hier und stand mal oben am Tor. Wir hatten alle Türen und Fenster zugemacht gehabt. Auf einmal, es war nachts, 3 Uhr nachts, hatten wir dann gefragt gehabt, ist hier jemand? Auf einmal hat so ein hohes Schlag getan. Alles ging zu, auf, je nachdem, wir konnten es nicht zuordnen. Und da hatten, wir nur gefragt gehabt, sollen wir gehen, da gab es einen lauten Kreisch und dann sind wir alle weggerannt. Okay. Also ich bin dafür, dass wir den Dachboden noch mal ein bisschen genauer erkunden, uns da oben mal hinstellen und mal fragen, ob jemand da ist. Ja, dann einfach bin nur ich gespannt, so, ob wir den Hund hören. Hier gibt es nämlich einen Hund, der jault manchmal mitten im Wald los. Das bist auch du. Und dann auf einmal auf der komplett anderen Seite. Der huscht hier durch wahnsinnig schnell. Der ist einmal an uns vorbeigerannt. Wir haben ihn noch nie gefunden. Oder was es genau ist. Ja, komm, da treiben wir jetzt mal gerade noch einen Teufel aus. Ich habe noch 10 Minuten. Dann gehen wir hier am besten, glaube ich, durch. Also ich würde sagen, das klingt nach einer spannenden Geschichte. Schauen wir uns das mal an. Wir sehen uns auf dem Dachboden. So, jetzt sind wir auf dem Dachboden. Hier stand der Holzkreis und hier hat er die Kamera ins Regal gestellt. Und hier sieht man auch noch eine Kerze. Ja, tatsächlich. Die hat er auf den Kreis draufgestellt. Und hier stand auch ungefähr die Kamera und dann hat er sich gefilmt. Und das Regal hat komplett angefangen zu wackeln. Man hat niemanden gesehen. Die Kamera hat ja alles hier aufgenommen. Ja gut. Kann natürlich gefaked sein, ne? Ja, da müsste man ja jemanden da. Aber da müsste es einen zweiten Mann haben, ja, der irgendwie hier mal am Regal wackelt. Und das hat noch doller gewackelt wie so. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem, ne? Hier ist so eine alte Schreibmaschine, die jetzt hoffentlich nicht anfängt zu tippen. Viel Gerümpel hier oben. Ja, lass uns doch die Kerze anmachen und uns alle mal einen Kreis hoffen. Vielleicht passiert das. Da soll man eine Kerze einstecken. Ah, hier steht eine. Also ich kenne die Story, dass wenn du so Fragen stellst und das Feuerzeug oder die Kerze ausgeht, obwohl eigentlich kein Wind geht, hat sich jemand gemeldet. Halte ich auch für einen Mythos. Es könnte. Es traut sich noch nicht so ganz. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ein Kreis sein muss, kein Dreieck oder ein Quadrat. Ich glaube, die hat es hinter sich. Wir können doch ein Dreieck setzen. Ja, im Kreis klingt also ich, immer glaubwürdig. Wie gesagt, ich halte vieles für Mythen und einen kleinen Rest für möglich. Das brennt. Machen wir nachher auch das Ding, sonst kriegt sein Kollege danach wieder einen Anruf. Ne? Was? Ja, warum ein Kreis sein muss, keine Ahnung. Aber ich überlasse es euch. Ja, wer ist denn jetzt hier der? Du hast die größte Fresse. Ja, was soll ich denn sagen? Noch jemand hier ist oder was weiß ich was? Ja gut. Ist noch jemand hier außer uns? Möchte uns was sagen? Du kannst dich auch hier an der Kerze bedienen und uns ein Zeichen geben. Oder ein Geräusch. Kannst auch in die Kamera sprechen. Tja. Wie gesagt. Ja. Dann ist halt so immer die Frage, ne? Was ist eine wahre Geschichte? Genau. Weil jetzt steht das Regal beispielsweise still. Das war der Stefan. Nee. Stefan hat eine Lampe in der Hand. Dann hat einer, der sein Lächeln. Ich nicht. Ich hab die ganze Zeit die Hände drin. Nee, jetzt echt? Nein, der Stefan, das warst du. Nein, ich war es echt nicht. Ich hab jetzt gerade ganz normal gestanden. Hat nicht gerade einer hier eine Scherbe aufgehoben? Ich war's nicht. Kannst auch in die Kamera sprechen. Tja. Wie gesagt. Ja. Habe ich, aber die habe ich wieder weggelegt. Also nicht geschmissen, sondern gelegt. Augen. War das jetzt echt? Nein, ich habe nichts geschmissen. Ich mache so einen Scheiß nicht, weil ich da überhaupt nichts von alten Videos habe. Also wir haben hier oben 51. 51 ist nicht sonderlich viel. Ja, bis 50 ist normal.
Also jetzt wird es doch ein bisschen gruselig. Also er hat die ganze Zeit die Hände in der Tasche. Er hatte die Hände in der Tasche, sie habe ich jetzt nicht genau gesehen. Bei ihm bin ich mir echt nicht sicher, ob er jetzt irgendwas geschmiert hat. Nein, ich habe hier so gestanden. Und ich hatte auch nichts in der Hand. Also so. Mein EMF sagt 71, 72. Ja, das sieht man. Qualmt auf jeden Fall in eine bestimmte Richtung, das sieht man. Den Qualm hat man eben gesehen. Aber die Flamme steht echt verdächtig still eigentlich. Ja, dafür, ne? Dass der Qualm so in meine Richtung ging. Du bist ja auch der Teufel hier von allen. Ja gut, machen wir jetzt. Ja. Noch eine Frage stellen. Wenn du das gerade warst, der hier irgendwie ein Geräusch gemacht hat, kannst du das nochmal machen? Boah, das sieht auch creepy aus. Ne? Auch knistert hier hinten. Das finde jetzt sogar ich komisch. Also so richtig so. Also ihn finde ich da komisch, wie er da steht. Also knistern auf Dachböden finde ich jetzt nicht cool. Er soll bloß nicht weiter geradeaus laufen, sonst haut er sich den Schädel an. Ja. Haltet mal das Licht so ein bisschen von der Kerze weg. Und du geh mal ein Stück nach hinten. Weil was oft auch interessant ist, ist den Schatten, den die Kerze wirft. Das sagt auch meistens viel aus, ob der Schatten sich jetzt von rechts nach links bewegt oder nicht. Aber das geht ja nur, wenn die Kerze flackert, ne? Ja, kommt drauf an, was es ist. Aber auch der Schatten macht nichts Komisches. Das ist relativ windstill. Ja. Ja, jetzt gerade ging hier so ein kleiner Hoch durch, aber... Na gut, das ist ja nochmal, wir sind auf dem Dachboden bei einem verlassenen Haus. Ja, Fenster kaputt und alles, ja. Ich würde mich jetzt nicht wundern, weil eine Kerze leuchtet flackert. Keine Ahnung. Wenn sie ausgehen würde, würde ich mir Gedanken machen. Wollen wir es bestätigen? Ja, halt. Oder? Ja, voll, wenn es ganz deutlich ausgeht. Wenn du hier hockst, merkst kein Winter und zack, die pustet einer weg und das war keiner. Ja. Ne? Also das wäre merkwürdig. Also ich merke jetzt hier auch keinen großen Temperaturunterschied oder sonstiges, wo man vielleicht mal sagen könnte. Ne? Ja, ich bin auch kein Experte für so Geschichten, aber. Naja. Ich mach doch Telefon mal aus hier. Obwohl jetzt, wo ich das mit dem Temperaturunterschied sage, wird mir kalt. Ja, hier ist es auch gerade kalt geworden. Ich hab's auch gemerkt. Eben war es noch angenehm warm und jetzt... Also jetzt... Echt, ich bin spannend, eben war mir kalt. Hier kommt gerade so ein kalter Schwung hin. Ja, hier merke ich gerade auch. Ja, ja, gut. Ja gut, der kalte Schwung wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Lass ich mal so stehen. Ja, okay. Ein Geräusch hatten wir gehabt. Keine Ahnung, ob da jemand auf der Kamera drauf ist. Also ich habe nichts geschmissen. Ich habe keinen Bock, dass irgendeiner sagt, das war ich wieder heute. Ich mache so Sachen. Nee, also euch hatte ich jetzt einen Blick gehabt. Ich habe die Kamera da hinten rüber auf das Regal gehalten. Das habe ich, glaube ich. Oder hatte ich die schon wieder vorne? Weiß ich nicht. Aber ihn hatte ich gesehen. Er hat sich nicht so schnell bewegt, dass er die Hände hätte in der Tasche stecken können. Nee, also ich stand direkt neben mir. Er stand da so. Ja, ja. Sie konnte ich nicht genau sehen, aber die hat sich, glaube ich, auch nicht gerührt. Nee. Und ihr beiden habt da, glaube ich, auch. Bleibst nur noch du, mein Freund. Ja, genau. So. Ich bin dann sogar eigentlich lieber auf, anstatt da irgendwelchen Blödsinn zu verbreiten. Ja, kleines Resümee. Ein Geräusch haben wir jetzt gehört, was wir jetzt nicht deuten konnten. Keiner sagt, dass das war oder nicht war. Kann man jetzt schwer nachvollziehen. Ist jetzt halt die Frage, ne? Ist jetzt wirklich irgendwas gefallen? Habe ich nachher irgendwas auf der Kamera drauf? Wird sich dann im Schnitt dann die Tage mal ausstellen. Aber interessant auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von so Locations haltet und Geisterbeschwörungen und sowas. Vielleicht feiert ihr das ja auch und wollt davon mehr sehen. Dann können wir das vielleicht mal öfter machen. Und ja. Einfach runter. Einfach runter. Ja, du bist zu dem Kondensstreifen. Hier bist du dem. Warte. Wir kommen irgendwo im Kino raus, ne? Oder wir sind schon vorbei. Ja, wir können auch hier rausgehen, ne? Hier sind wir auch schon durchgegangen. Ja, cool auf jeden Fall, dass wir noch hier so ein paar Leute getroffen haben, die öfter ihr Unwesen treiben und uns so ein bisschen was zeigen konnten und ein bisschen was erklären konnten. Wie gesagt, das mit dem Baby war ganz interessant. Mit diesem Brand halt, ne? Ja, und auch diese Geistergeschichten immer sehr creepy und ja, man weiß es halt nicht so ganz genau, ne? Jetzt müssen wir irgendwie hier das Treppenhaus finden.
Ja, ich verabscheue mich auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.